Hallo liebe MOBA-Freunde und Freundinnen, seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Mittelstadt TV. Ja, ich wurde nach dem letzten Tutorial, wie baue ich einen Resin-Bausatz von Müllers Bruchblumen, wurde ich doch mal gebeten, die ganzen Hersteller, die mir so bekannt sind, vorzustellen. Die halt neben den großen Herstellern Auhan, Kibri, Falla, Vollmar und wie sie alle heißen, die ihr jetzt hier auch so als Beispiele im Hintergrund sehen könnt. Hier jetzt zum Beispiel Bereich Kleinach seht ihr hauptsächlich Gebäude von Vollmar sowie auch von Falla. Ja, auch hier könnt ihr jetzt hauptsächlich Faller-Gebäude sehen, beziehungsweise alte Pola-Gebäude, die damals von Faller aufgekauft wurden, als es Pola nicht mehr so gut ging. Und dieses Gebäude ist zum Beispiel eine Umbauarbeit von mir, genauso wie dieses Gebäude aus Wolters-Bausätzen, die ich zugrunde genommen habe. Und mit anderen Materialien vergrößert und verfeinert habe. Auch dieses Halbrelief habe ich aus einem Wolters-Bausatz gebaut. Genau wie hier dieser Wolters-Bausatz. Man muss dazu sagen, Wolters-Bausätze sind sehr dünn im Material und dadurch scheint da jedes Licht durch, da muss man schon mal ein bisschen Hand anlegen und diese verfeinern. Ja, aber auch ein handelsüblicher Kibri-Bausatz, beziehungsweise 2,5, lassen sich natürlich schön als Halbrelief darstellen, um so Platz auf der Anlage einzusparen. Hier sehen wir jetzt BMK-Bausätze, die es leider nicht mehr gibt, aber sehr schön waren. Ja, und dieses Gebäude ist ein uraltes Faller-Gebäude, was eigentlich auf den Müll gehörte. Aber ich dieses zum Halbrelief umgebaut habe mit Holzleisten und noch Dachplatten. Ebenfalls dieses Gebäude wurde von mir abgeändert. Es ist ein kleines Vollmar-Stellwerk, was von mir aber einen ganz anderen Unterbau gekriegt hat. Und hier kommen jetzt nochmal wieder Beispiele von Müllers Bruchboden. Ich hatte ja schon erzählt, das Angebot ist nicht gerade klein. Vor allem dieses Stellwerk ist auch sehr schön. Und hier sehen wir nochmal die Gebäude, die in dem anderen Tutorial schon bereits zu sehen waren und eigentlich auch Thema waren. Hier ein weiteres Nebengebäude von Müllers Bruchbuden und ein anderes Beispiel ist dieser zerfallene Schuppen. Aber der steht nicht auf der Anlage, sondern auf einem Fremo-Modul. Das Plumpsklo ist von Model 10. Artitec hat auch schöne Sachen immer mal zwischendurch im Angebot. Und hier kommen wir jetzt zum Lasercut-Bereich. Und als Anfang nehmen wir die Firma Busch mit ihrer zerfallenen Scheune. Haben aber auch sehr schöne Fachwerkgebäude im Angebot, so wie zum Beispiel diesen Lokschuppen. Auch Falla ist auf den Lasercut gekommen und kombiniert diesen. Ebenfalls noch. Diese Brücke ist ein Beispiel dafür. Der Hersteller mit Laserkant mit dem wohl größten Angebot dürfte die Firma Josswood sein.
Dieser Straßenzug ist auch von mir umgebaut als Halbrelief. Und das Baukastensystem hat ja mittlerweile auch seinen Namen und ist schon auf vielen Anlagen zu sehen. Damit kann man natürlich schöne Gebäude bauen, so wie man sie für die Anlage braucht und den Platz dafür hat. Hier kommen wir zur Firma Mebu mit ihrem wunderschönen Bahnhof Bottrop Nord sowie eins der Stellwerke aus Ottbergen. MBZ ist einer der älteren Laserkarthersteller mit einem sehr reichhaltigen Angebot aus dem Schwarzwald hauptsächlich. Und hier seht ihr nochmal zwei Beispiele, der Bahnhof sowie diese alte Tankstelle, die aber noch im Bau ist. Nicht wundern. Auch Hobbytret hatte schöne kleine Bausätze wie diese Waage zum Beispiel und Moebo, wunderbare Nebengebäude für den Gleisbereich, hat aber auch wirklich große Gebäude wie Wohngebäude etc. im Angebot. Modellbahn Union hat von einem Hersteller Laserkarte Bausätze übernommen und bietet mittlerweile auch eigene an. Einer der kleineren Anbieter ist Modellbau Lafond, aber ich denke mal, da kommt demnächst noch mehr. Und hier nun noch eine Liste weiterer Hersteller, die mir mal so noch eingefallen sind, wovon ich aber im Moment kein Gebäude euch zeigen kann, weil ich entweder das Foto davon nicht gemacht habe oder die Bausätze uns noch nicht angeschafft habe. Nun kommen wir zum schönsten Bereich der Modellbahn, dem Eigenbau. Hier sehen wir zum Beispiel Gebäude aus Architekturplatten, Bastelkarton, noch Dachplatten, Holz und daraus kann man selber auch mal schöne Gebäude bauen. Oder halt so einen Holzstapel. Man muss es einfach nur mal ausprobieren und irgendwann klappt das schon. Dieses Gebäude besteht zum Beispiel aus Styroform. Hier könnt ihr das jetzt von innen sehen und da seht ihr sogar noch das Blau der Styroformplatten. Dieses Gebäude jetzt wiederum ist aus Karton, Holzleisten und Rauputschspachtel. Als nächstes seht ihr unsere Fremo-Fabrik, auch dieses komplett im Selbstbau entstanden. Aus Evergreen-Profilen, Polystyrol etc. Man muss es einfach mal ausprobieren und die Übung macht den Meister. Diese Hintergrundgebäude sind ganz einfach, das ist nur Styroform und die Kartonage von den Hintergrundgebäuden von Auhagen. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Ich wünsche euch wieder viel Spaß. Bis demnächst. Tschüss.